Hallo und herzlich willkommen zu den Samstagsinfos. Ja, ihr erfahrt gleich ein paar Infos. Ich habe gesagt, glaube ich, dass ich das ins Video noch schaffe. Ich bin aber davon ausgegangen, dass ich um 6 Uhr zurück 6 Uhr schon zurück bin. Es ist jetzt aber 8 Uhr und ich schaffe die Samstagstutorials nicht mehr. Ich will das auch nicht drängen, deswegen mache ich das morgen. Es kommt morgen. Heute kommt dann noch Testserver. Zwei Videos will ich machen. Weiß nicht, ob ich es schaffe. Eins auf jeden Fall. Und ja, Samstags-Tutorial kommt dann morgen. Sorry. Ja, das geht doch sogar. Ich muss sehen, dass ich nicht so laut rede, weil sonst übersteuere ich zu laut. Ja. Ich hoffe, das geht jetzt auch so. Es ist echt etwas hochgesteuert. Sonst stelle ich das gleich einmal ein bisschen runter. Früher habe ich es immer hochgestellt. Jetzt kann ich es gegenteilig machen. Das finde ich gut. So, wir haben 5 vor 3. Ich werde das Video wahrscheinlich erst später hochladen, genauso wie die Samstags-Tutorial, das heute mit den mit Newbie, so gesagt, Anfänger, rund um Anfang bei WoT. Erste Schritte, was man am besten machen soll, wie das Ganze funktioniert und so weiter. Könnt ihr an Pete's Meet gucken, vielleicht checken die das Spiel dann. Nichts gegen die. Ich gehe gleich ins Kino, ich muss um 14:15 weg, also habe ich jetzt eine Viertelstunde, um das Ganze aufzunehmen und zu rendern. Ich werde das sowieso nicht schaffen. Wenn ich es schaffe mit dem Rendern, dann lade ich es hoch, stelle es auf geplant und bla. Könnt ihr es noch sehen? Naja, viel gelabert, wenig Sinn. Ich fange mal mit den WoT News an. Also, ich habe jetzt gerade echt nicht viel rausgesucht. Also, Testserver 8.3 ist offen. Da hat sich aber nicht viel getan. Also, der Zehner der Chinesen wurde gewechselt. Ob er jetzt stärker ist oder nicht, weiß ich nicht. Das müsste ich noch austesten. Und er gefällt mir, geht. Also, wenn ihr mehr wissen wollt, guckt mein Video dazu. Und ja, da sage ich dann auch einiges. Und da könnt ihr ein paar sehen. Ansonsten hat sich eigentlich fast gar nichts geändert. Also, es ist dann echt schon, ja, eigentlich, also chinesentechnisch hat sich gar nichts geändert. Von der XP her weiß ich jetzt nicht. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sich da was geändert hat. Es gibt da noch einige Patch Notes, so gesagt. Ja, aber das ist wohl irgendwie nicht umgesetzt worden, weil an sich sollte der T71 mehr XP brauchen für die ganzen Sachen. Wie zum Beispiel, ja, Ketten, Kanone, Motor und so weiter. Ja, egal, das ist jetzt egal. Ja, so wie gesagt, da ist jetzt nicht viel anders. Ich habe gefragt, welche Videos ich machen soll. Ich habe jetzt überlegt, ich mache eins noch für den Medium Heavy, dann eins für die beiden Neuner, eins für den Medium Heavy. Eins für den Medium T10er und zwei noch, also jeweils ein zum 9er Heavy und 9er Medium und noch ein 5er vielleicht. Ansonsten noch ein FCM und dann geht das normal weiter mit normalem Server. Samstags-Tutorial für heute fällt nicht aus, das bleibt alles so. Wird halt nur alles ein bisschen später kommen. Der Film geht 116 Minuten, ich werde um 6 Uhr da sein, dann werde ich anfangen, es wird nicht so schwer sein, wird schnell gehen, dann schätze ich mal, es wird um 8 Uhr online sein. Die Infos hoffe ich, dass es schon früher online sein kann und ja. Ansonsten habe ich das jetzt extrem durcheinander gemacht, naja, zu YouTube. Mein Wintercontest kam sehr gut an, ich habe das jetzt mal an The Jove geschickt, The Jovis, Jove, Jovis auf YouTube, The Jovis. Wer ihn nicht kennt, das ist ein russischer World of Tanks Spieler, der auch viel Videos macht. Der hat letztens die 100.000 Abonnenten geknackt. Ist auch der größte, der überhaupt mit WoT was zu tun hat. Oder aktiv zu tun hat. Und der hat jetzt in 2 Stunden einen Livestream, aber da können wir als Deutsche nicht so wirklich reingucken, sonst würde ich das gerne machen. Dem habe ich das ganze Video mal geschickt und nach seiner Meinung gefragt. Er fand es gut, hat es dann daraufhin auch geliked wohl und einen Kommentar geschrieben. Und das Video kriegt in zur Zeit gerade etwas mehr Aufrufe und Likes.
Zur Auslösung, weil Auflösung weiß ich leider noch nichts. Es ist echt schon viel Fragerei im Forum. Es ist viel Gespammerei, deswegen im Englischen so wie im Deutschen. Aber ich schätze vor, also ich hoffe immer noch, dass heute Panzergärt oder Rümanus oder wie die anderen heißen, irgendwie mal ankommt. Aber ich glaube nicht. Also ich glaube, es wird am Dienstag, Mittwoch oder so überhaupt erst eine Nachricht geben. Weil die jetzt halt alle noch frei haben. Ja. Ansonsten, WoT-Events, ja, Arti wurde jetzt begrenzt. Ab 19. Dezember, es war heute halt Serverwartungen. Und zwar gibt es, kann dann nur noch. Ich glaube, wie viel Artis waren das? Vier sind das, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich muss das mal kurz überfliegen. Fünf Artillerie pro Team. Ich dachte, es wären vier. Also fünf ist dann schon wieder ein bisschen viel. Vier dachte ich wäre, okay, ja, na, vier, fünf, naja. Besser als sechs pro Team. Naja, wie gesagt, jetzt gibt es ein Fünfer, fünf Arti maximal pro Team. Und ja, das läuft doch. Schöne Feiertage. So, jetzt gibt es ja ein Bonus-Event heute. Und zwar vom 29. Die Medaillen sind ja abgelaufen, das war bis 27. da. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Mir hat es einiges was gebracht. Ich habe öfters mal Meisterschütze abgesahnt. Und ja. Ab 29. Januar bis 1. Ab 19. Dezember bis 1. gibt es 5er XP. Das heißt, fahrt alle Panzer, aber wirklich alle Panzer. Egal welche, alle. Also alle, echt alle. Alle, ja. Alle. Einmal 5, ihr kriegt dann pro Runde, was sag ich mal. Bei einer schlechten, also ich fahre bei einer 5x5 Gefechte rund 7.000 bis 10.000 pro Runde dann. Und da geht da mal 200 bis 400 auf die sofortige Free XP. Das heißt, zwei Gefechte, die habt ihr schon fast 1.000 frei. Damit könnt ihr sofort auf den T2 schulen, erforschen. Also es bringt schon echt viel, wenn man alle fährt. Gerade wenn man 24 Panzer oder so hat, dann bringt das sehr viel. Das Ganze geht bis zum 1. Januar, aber eigentlich bis zum 2. um 6 Uhr. Das heißt, wenn ihr am 2. noch nach 1 Uhr die Gefechte macht, das heißt nach 1 Uhr euer sogar das verdoppelt macht, kriegt ihr nochmal verfünffacht. Also cool. Dann noch frohes neues Jahr Vergünstigung, 19. Dezember bis 4. Januar. Ebenfalls mit dem 1 Uhr Ding ist da. 50% auf Verbrauchsmaterial, 50% auf Zubehör, 50% auf Kasernenbetten, 50% auf Garagenplätze. Das heißt, Leute, falls ihr euch bis jetzt zu knauserig wart, Stellplätze zu kaufen, kauft jetzt einfach mal für 10 € BAM eine Palette. Dann braucht ihr erstmal lange nicht mehr. Habe ich auch gemacht. Aber wie gesagt, macht es nur, wenn die billiger sind. Dann noch 50% auf Mannschaftsausbildung und Umschulung. Ist praktisch. Ich würde es persönlich nur mit Credits machen, ja, also von X Gold lasse ich da die Finger. Finde ich, nee, ist unnötig. Ich fahre da meine Gefechte und habe ich die so schnell wieder auf 100. Dann 50% auf Mannschaftsfähigkeiten zurücksetzen. Rücksetzung. Skill Reset. Das heißt, wenn du eine Dings zurücksetzt. Fertigkeit. Dann 90% auf Mannschaftsumbenennung. Ja, wer das jetzt braucht, der kriegt es fast 100% billiger, also 29 insgesamt. Ja, ich mache das jetzt persönlich nicht. Ich mag meine Munsenbrüder in Pershing, wobei der eine schwarz und der andere weiß ist. Das, ja, passt sehr gut. Dann 10% auf Premium-Spielzeit, 3 Tage für 300 Gold, bla bla bla. Das heißt, ihr kriegt es auch ein halbes Jahr. Da habe ich mir auch überlegt, vielleicht kaufst du das, aber ich habe doch gedacht, nee, lass mal. Kriegst jetzt für ein halbes Jahr für 43,99 und ein ganzes, glaube ich, für 62 oder so. Kommen wir gleich zu. Dann noch Geschenkladenangebot. Achso, das hatten wir gleich. Oder das haben wir jetzt gleich. So, Geschenkladenpakete. So, jetzt gibt es ein Jahr Premium für 24.000 Gold. 10% Rabatt sind 73,99. Also, ja, fast. 8 € billiger sind das jetzt, glaube ich, wenn ich das. Ja, 8 € müssten das sein. Ist schon einiges, ja. Wenn du mal bedenkt, dass er dafür schon wieder 2500 Gold bekommt. Das gleiche ist natürlich mit 180 Tagen. Und da liegt der Preis zurzeit bei 43,99. Soweit war es das eigentlich auch schon. Ja.
Wie gesagt, Testserver-Videos kommen. Mittwochs ist es Mittwochs-Tutorial ist auch schon geplant. Samstags-Tutorial für diese Woche, es kommt ja jetzt noch in 2 Wochen-Rhythmen, ist auch schon in der Arbeit, so gesagt. Und ja, ich habe eigentlich soweit gar nichts mehr. Außer, dass ich bald einen neuen Background habe und bald vielleicht, oder ich habe bald ein neues Intro. Und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, es kommt alles später. Ich werde es nicht mehr schaffen, heute hochzuladen. Also nicht heute. Vor meinem Kinogang, weil ich musste mich jetzt 5 Minuten auf die Socken machen und das schaffe ich nicht. Ich kann es nur zum Rendern angeben. Und ja, ich bin weg. Man hört sich, man riecht sich und tschö.